So, also ich kann sie gleich mal schleichen. Kann er. So, da runter. Da runter. Perfekt. So, Autsch. Genau. Da sind wir, glaube ich, eh schon wieder am Anfang. Und da war die Quelle von dem grünen Wasser. Genau. Wo geht's da eigentlich hin? Gongolberg, okay. Ich glaube, da waren wir eh schon. Hoffe ich zumindest. Gut. Alles klar, da wären wir jetzt wieder. So. Können wir jetzt irgendwas machen mit dem Stab? Mir würde es auf die Schnelle nicht einfallen. So, da unten wäre Mauer zum Einspringen. Aber wir können immer noch nicht schwimmen, das ist das Problem. Jetzt glaube ich zum Grab der königlichen Familie. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, aber da kommen wir jetzt drauf. Daher. Ah, und jetzt haben wir die Brücke repariert. Aber weit darauf kommen wir immer noch nicht. Da unten war ja auch nichts, ne? Wir finden sicher nur irgendwelche Zora-Flossen oder irgend sowas. So. Dann sind wir eh schon im Schloss Hyrule. So gut wie waren wir da? Warte mal. Mal wieder kurz umschauen. Wenn ich mir gerade nicht mehr sicher bin, ob wir da überhaupt schon waren, aber ich glaube schon. Ich gehe jetzt bestimmt davon aus. Was ist das eigentlich? Ich mag mich da verwandeln können, aber es geht irgendwie nicht. Und dann kommen wir darauf. Aber gut. So, da geht's zum Schloss Hyrule. Da wollen wir jetzt hin eigentlich auch. Autsch. Das könnten wir sprengen. Haben wir das schon gemacht? Nein. Schauen wir mal. Tal der Königsfamilie. Und da dürften wir schon drin gewesen sein. Genau. Das können wir. Da können wir immer noch was machen. Ups. Ah, blöd. Okay, es sind eine Bomben, Gott sei Dank. Und da geht's nur darauf. Okay. Na gut. Dann auf zum Schloss Hyrule. Wieder einmal. Wir suchen gerade Vater. Zutritt nur für Schlosspersonal, okay. So. Ob wir in diesem Aufzug unangenehm auffallen? Okay. Das ist mein Berufsoutfit. Wenn, dann fallen wir eher ungut auf, weil ich überall umsehe. Das ist Schloss groß. Warum ist das so groß? Was weiß gar nicht, wo ich mich da zuerst umschauen soll.
Heilige Städte, das kenne ich nicht. Die Heiligen Städte, der Minister hat doch mal davon gesprochen. Wo sind wir da jetzt? Jetzt sind wir wieder draußen. Da braucht man einen Schlüssel. So, okay, das bedeutet aber... Kurz zur Orientierung. Wenn wir da runtergehen, da drüben wieder rausgehen, dann sind wir wieder in der Eingangshalle, ne? Ja, genau. So, und das haben wir einen Stock tiefer. Geht's dahin? Oh, ist so ein Innenhof. Ah, Dom, ist das nicht das Tor zur Heiligen Stätte? Offenbar können nur du und ich diesen Ort sehen. Bloß hinein. Okay, das habe ich jetzt gefunden. Das sollte ich vielleicht finden. Ich würde eigentlich zuerst mit dem Minister reden und so. So. Da gibt es zwei Wege, die hinaufführen. So, kurz mal. Da kommen wir, glaube ich, auch wieder in die Eingangshalle zurück. Da kommen wir dahin, wo wir gerade waren. Okay, wo geht's da lang? Ich glaube, da kurz. Ja, genau. Die wollen alle Fragmente feilen. Du willst Fragmente feilen? Können wir mal ausprobieren? Haben wir das? Ja. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares mit Friedrich. Das ist irgendwo draußen am Burghof. Toll, es haben Gegner gespawnt. Okay. Sie passen perfekt zusammen. Jetzt geschieht etwas Gutes. Was wird das so Gutes? Die heiligen Städte. Meine Großmutter zählte früher von einem Tor im Schlosshof. Wenn es einmal alle 100 Jahre offen ist, ist das vielleicht jetzt der Fall. Wenn nur Kinder dieses Tor sehen können, ist es mir wohl entgangen. Ah, Dom, schön dich zu sehen. Und das heilige Schwert fertig? Wie? Die heiligen Städte. Ich weiß von keinen solchen Ort im Schloss, aber ich will Fragmente feinen. So, mit dem Tartus. Das haben wir aber, glaube ich. Doch, haben wir auch. Easy. Passt perfekt. Das ist bei der London-Farm, glaube ich. Das heißt, es müssten Malon und Talon schon wieder auch vorkommen. Okay, sie passen offenbar perfekt zusammen. Vielleicht geschieht jetzt etwas Gutes. Zelda, du wirst deine Fragmente feinen. Okay. Gut. Ich schaue nochmal ganz kurz da rein. Hey du, willst du vielleicht deine Fragmente feinen? Nö, also Stoß bewegt. Okay, kann man sich ausruhen eigentlich? Okay. Na gut, dann gehen wir mal zu den heiligen Städte. Wissen wir jetzt schon, wo die sind. Ich hab's aber schon wieder vergessen. Ich glaube da runter. Und da in der Mitte dann durch, oder? Oder war es da unten in der Mitte? Hier war's, okay. Perfekt. Gut, betreten wir die heiligen Städte. Ah, das schaut gut aus. Dies muss die heilige Stätte sein. Hier kann man die Kraft der Elemente auf das neue Schwert auf das Schwert übertragen. Dort in der Mitte ist ein Podest für das Schwert. Und da sind zwei Schalter. Wir haben zuerst zwei Elemente, aber trotzdem.
Das Schwert hat nun die Kraft des Erd- und des Flammenelements. So. Lade das Schwert dort auf, wo der Boden leuchtet. Steht da. Es geht wohl um diese leuchtenden Tafeln. Wenn du dort das Schwert lange genug auflädst, geschieht vielleicht etwas. Tom, probier es aus. Okay. Was gut zu mir, haben wir es nur bessere Schwert. Das weiße Schwert der 2. Okay. Okay. Hey Tom, du bist zu weit gelaufen. Stelle dich auf die leuchtende Tafel und hätte gut gemacht. Aber warte, keiner's Interesse. Ah, okay, das kann man jetzt. Ah. Okay. So, wie lautet das Schwert jetzt auf? Außer so. Probieren wir es jetzt nochmal. Bleiben wir mal ein wenig so. Passiert irgendwie nichts, okay. Und dann habe ich ein Schwert auf. Irgendwas checke ich da gerade nicht. Ah! Oh, dein Körper hat sich verdoppelt. Das ist die Kraft des weißen Schwertes. Das bedeutet, auf diesen Tafeln kannst du dich vervielfachen. Ah, cool. Das bedeutet, warte mal. So kommt man also wieder raus. Okay. Und geht das theoretisch? Cool. Ich habe nur kurz jetzt noch um. Okay. Und kann man theoretisch auch 4 von uns erschaffen? Das heißt, man kann uns wirklich klonen, oder? Na, okay, man kann immer nur 2. Okay, cool. Cool. Verstehe. Nice. Das ist cool. Okay, so. Schauen wir kurz mal auf die Karte. Was wäre denn theoretisch unser nächstes Ziel? Da gibt's sowas. Da gibt's noch was. Es fehlt nur, wir haben Erde und Flamme, das heißt Wind und Wasser fehlen uns noch, okay. Oder Luft und Wasser, so eher. Okay, jetzt. Gut, jetzt verlassen wir wieder mal Hyrule. Oder Schloss Hyrule. Innenhof und Schloss Hyrule. Da kommen wir aber immer noch nicht weiter, weil ich will ja echt dorthin, weil nämlich da hinten dieses eine Monster gespawnt ist. Aber da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Okay.